Karamellisierte Zwiebeln sind ja schon einfach nur geil, aber wir machen heute einen richtig leckeren Dip daraus und so geht's. In eine Pfanne mit etwas Öl gibst du einmal klein gewürfelte Zwiebeln, die man mit Salz würzen und dann einfach mal ein Stückchen Butter noch mit dazugeben und wirklich bei mittlerer Hitze ganz gemütlich braten lassen. Ja, in der Zwischenzeit gibst du eine Schüssel etwas Frischkäse, Schmand und ein paar Kräuter, ich habe ja noch Bärlauch tiefgefroren gehabt, würzt das mit Salz und mit Pfeffer. Und nach ca. 20-25 Minuten sind die Zwiebeln schön braun und karamellisiert. Gibt es noch etwas Süße dazu, ich habe auch einen Sirup genommen. Jetzt die Zwiebeln mit in die Schüssel hineingeben, einmal alles gut vermengen. Und ja, hier am besten irgendwelche Chips dazu, das waren Süßkartoffelchips, noch ein paar geröstete Zwiebeln oben drauf und dann einfach schmecken lassen. Und ich sage, das schmeckt so geil, probier das unbedingt aus. Halt, stopp, stopp, stopp. Was kannst du jetzt noch machen? Natürlich meinen Kanal hier abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu drücken, damit du kein neues, schnelles Männerküche-Rezept mehr verpasst. Genau, jetzt kannst du dir einfach das nächste Rezeptvideo von mir anschauen. Tschüss!